Nachdem ich euch ja bereits mit freundlicher Unterstützung der Firma Mantis XDE das neue Mantis X3 und das Mantis X10 Elite vorgestellt habe, kommt nun die dritte neue Variante ebenfalls dran. Und zwar sprechen wir über das neue Mantis X7 Shotgun. Shotgun. Mantis X7 Shotgun bedeutet, es ist für die Flinte. Und zwar nur für die Flinte. Hierfür, für das Mantis X7, gibt es auch eine separate App. Sie funktioniert, theoretisch kann man sie zwar wahrscheinlich mit der normalen App für normales Schießen verwenden, habe ich nicht probiert, aber um Flintentraining zu machen, braucht es die neue Mantis X Shotgun App. Mal gucken, ob ihr das erkennen könnt. Da seht ihr, beide Mantis X Apps sind auf dem Sekundärhandy hier installiert. Ich habe das X7 schon einige Zeit hier bei mir liegen, konnte es euch aber noch nicht vorstellen, da die Mantis X Shotgun App gerade erst sogar vor 2 Wochen unter Android auf den Markt gekommen ist und diese aber leider Gottes auch einen Fehler drin hatte. Und damit sich das ganze Ding nochmal verzögert hatte, wir mussten mit Mantis in den USA Rücksprache halten, bis sie dann die App gerade gezogen haben und sie jetzt auch tatsächlich funktioniert. Ich war noch nicht auf der Range mit dem Mantis. Ihr wisst selber, einen geeigneten Schießstand für Flinte zu finden, ist nicht ganz so einfach. Wird aber auf jeden Fall hoffentlich demnächst nachgeholt werden können. Was ist denn alles bei dem Mantis X7 im Paket dabei? So, wir haben selbstredend die Verpackung. Wie gehabt, die schicke schwarze Pappschachtel, sehr robust. So. Also, wir haben Quick Start Guide, wie gehabt. Und dann das kleine Hardcase mit dem Mantis drin. Optisch gesehen, äußerlich genauso wie das X3 und das X10. Machen wir das Schächtelchen auf. Haben wir einmal die Montageplatte für die Flinte. Habe ich bereits an meiner Mossberg dran gemacht, um mir das einfach zu ersparen. Habe ich euch aber beim X10 schon gezeigt. Bitte merken. So, dann haben wir USB-Ladekabel. Wir haben unterschiedlich dicke Gummispacer, die natürlich für diese Laufklemme gedacht sind, je nachdem, wie dick der Lauf ist, welches Kaliber ich habe, ob es ein 12er oder ein 16er Kaliber ist, etc. Dann kann es natürlich sein, dass es also einfach unterfüttert werden muss, damit das Teil richtig hält. So, dann haben wir unterschiedlich lange Montageschrauben für den Laufhalter inklusive dem erforderlichen Werkzeug. Wir haben mal wieder einen schicken kleinen Mantis X Aufkleber und wir haben selbstredend das kleine Mantis X 7. Das kleine Mantis X 7 verfügt wie die anderen, wie das Mantis X 3 und das X 10, ebenfalls über die Quick Release Schnalle, über diesen Quick Release, sprich keine Schraube mehr. Finde ich eine super geile Geschichte, weil es einfach das Hantieren mit dem Mantis X, das An- und Abnehmen, um ein Vielfaches einfacher macht, auch wenn ich die Rändelschraube für die Finger, falls ich zum Beispiel bei meinem alten Mantis X nicht habe. Es macht das Leben einfach wesentlich leichter. So, dann nehmen wir einfach mal die Mosi. Wie gesagt, ich habe den Laufhalter bereits schon dran gemacht, wo ich das Teil bekommen habe und habe es einfach nicht wieder runtergenommen. Dann nehmen wir einfach das Mantis, schieben es auf den Halter drauf, bis es einrastet und das war's. Zum Koppeln des Mantis X starten wir auf dem Handy durch Antippen die App, wie gehabt. Wir drücken an dem Mantis unten den Knopf, bis es unten blinkt und drücken dann Verbinden auf der App. Das dauert einen kleinen Moment und zack, sind wir verbunden. Das geht also tatsächlich richtig, richtig flott. So, ich drehe mich jetzt mal kurz zur Seite. Ich hoffe, ihr könnt das so erkennen. So, wir haben jetzt hier 5 verschiedene Trainingsmodis. Ich konnte mich noch nicht so wirklich damit auseinandersetzen, weil ich hatte auch einige private Sachen, die ich machen musste, also seht es mir bitte nach. Also wir haben einmal ein offenes Training, pre-mounted, das heißt, bin bereits in der Schulter drin. Wir haben Open Training, Low Gun, Waffe wird hier unten in der Ready-Position und dann geschultert. Dann haben wir American Trap, International Trap und International Skeet. Wenn wir jetzt einfach mal sagen, Open Training, jeder Schuss soll also in einer Fertigstellung geschultert abgegeben werden.
Ihr habt hier die Möglichkeit, trocken wie auch den scharfen Schuss zu üben. Ich habe das trocken schon mal ein paar Schuss gemacht. Wie gesagt, ich hatte nicht wirklich viel Zeit aus privaten Gründen. Deshalb seht es mir bitte nach, dass ich nicht im Detail, ich will mich noch in den nächsten Wochen, Monaten mit allen drei Geräten noch mal ein bisschen intensiver befassen. Wir haben Open Training Low, Low Gun Position, also hier unten kommt das Signal, zack. Und dann Trap und Skeet und da geht es ja tatsächlich auch mit dem Verfolgen der Tontauben. Wir machen jetzt einfach mal ein Open Training. Ich lege das Handy jetzt einfach mal hier bei mir auf meine Isomatte drauf und sage jetzt Start. Und ganz neu bei dieser App ist jetzt zum Beispiel, wir können jetzt den tatsächlichen Verlauf des Schusses in irgendeiner Form mitverfolgen, und zwar hier oben. Das lässt sich hier auf dem Handy jetzt in der Videokamera nicht sauber zeigen. Ich muss mir mal was einfallen lassen, wie ich das tatsächlich ein bisschen besser dargestellt bekomme. Aber man sieht in einer Videografik den kompletten Schussverlauf. Wie das beim scharfen Schuss aussieht, wenn ich hingehe und dann auch noch Rückstoß und so weiter dazu kommt, das wird bestimmt interessant, das zu sehen. Preislich liegt das Mantis X7 bei roundabout 243 Euro. Batsch, erhältlich bei mantisx.de wie auch in der Shooters Corner in Butzbach. Wer mein Mantis X10 Video gesehen hat, hat sich vielleicht jetzt gerade erinnert. Das Mantis X10 beinhaltet ebenfalls die Shotgun-Funktion. Das heißt, wer das Mantis X10 sich erwirbt, hat Kurzwaffe, er hat Shotgun mit drin, ganz normale Langwaffe und auch in Zukunft Archery, Bogen, Armbrust. Das wird richtig interessant, soll irgendwann jetzt Ende diesen, Anfang nächsten Jahres mit rauskommen. Das heißt, die Firma Mantis, die gibt sich wirklich Mühe, ein riesengroßes Spektrum an schießsportlichen Bereichen oder Schießbereichen abzudecken. Ich finde es eine ziemlich coole Geschichte. Wie gesagt, ich werde diese Sachen in den nächsten Wochen, Monaten versuchen, ein bisschen intensiver zu behandeln. Aber wir hatten halt, wie gesagt, ich hatte private Themen und wir hatten auch dieses Jahr relativ viele Wettkämpfe, dass ich nicht wirklich dazu gekommen bin, das tatsächlich mal für mich auf der Range mal zu testen, oder ich habe die Kamera nicht dabei gehabt und. Also seht es mir bitte ein ganz klein wenig nach. Auch ich habe ein Privatleben. Wie gesagt, Mantis X7, ein ziemlich cooles Ding für die absoluten Flintenschützen unter euch, um vielleicht eure Technik zu verbessern. Inwiefern das sich zum Beispiel auf Faltplatte schießen oder wie auch immer runterbrechen lässt, das muss man einfach mal probieren. Wie gesagt, erhältlich mantisx.de oder Shooters Corner in Butzbach. In diesem Sinn, macht's gut.